ob ich einige Gedanken dieser Tagung damit einbauen kann noch, was wir vorhin besprochen haben und was in den anderen Beiträgen anklang. Vielleicht kann man da besser in die Diskussion kommen. Also ich gebe mal diese Blätter rum. Also ich gebe jetzt mal auf jeden Tisch eins erstmal. Das große Thema. Zwei Blätter. Wozu ich gestern in Konstanz gesprochen habe. Die Zuhörer waren Geisteswissenschaftler, Nachwuchswissenschaftler, junge Leute, auch Studenten der Universität Konstanz. Ich könnte keinen Tag leben, ohne zu schreiben. Katharina die Große, die produktivste Autorin ihrer Zeit im Zarenreich. Also Katharina als Schriftstellerin. Ich könnte keinen Tag leben, ohne zu schreiben, bekannte die Kaiserin Katharina. Schon zu Lebzeiten genannt die Große ihrem Sekretär Adrian Glebowski am Ende ihres Lebens. Ein Federkiel übte eine magische Anziehungskraft auf sie aus. Ich kann keine saubere Feder sehen, schrieb die Zarin in einer ihrer Satiren, ohne Lust zu bekommen, sie in Tinte zu tauchen. Ihre Schreibleidenschaft selbst ist eines ihrer literarischen Themen. Wenn sie auch ihrem Korrespondenzpartner, dem Leibarzt des englischen Königs in Hannover, Johann Georg Zimmermann, mitteilte, in ihrer Freizeit, also in der Zeit, in der sie nicht die Regierungsgeschäfte ausübte, und zu ihrer Erholung, zu ihrem Vergnügen, Pläsier, literarische Werke zu verfassen, so verfolgte Katharina mit dem Schreiben doch in der Regel einen erzieherischen und politischen Zweck. Und ich glaube, bei einer Veranstaltung, die hoffentlich von der Bundeszentrale Politische Bildung unterstützt wird, da ist dieser politische Zweck vielleicht ganz im Sinne der Tagung. Sie wollte nämlich ihre Untertanen zu Staatsbürgern erziehen, wofür das Wort Grajdanie steht. Im Unterschied zum Untertanen, der in Russland rechtlos war und sich der Herrschaft gegenüber als untertänigster Sklave auch bezeichnete, also gab sogar Adlige unterzeichneten als Sklave, widmete sich der Grajdanin, der Staatsbürger, dem Wohl seines Vaterlandes, der Pietschestwor, das Vaterland. Freiwillig dient er dem Herrscher und dem Reich. Des Weiteren wollte Katharina mit ihren literarischen Schaffen zur Hebung der Sitten, zur Zivilisierung des Landes beitragen, in dem, wie wir schon gehört haben, 96% auf dem Lande lebten und Analphabeten waren. Das literarische Schaffen Katharinas ist umfangreich und von der Forschung keineswegs vollständig erschlossen. Die 1762 durch einen Staatsstreich zur Macht gelangte Kaiserin verfasste vor allem seit 1772, also 10 Jahre später, Theaterstücke, vornehmlich Komödien, später auch Herrscherdramen im Stile Shakespeares. Nach dem zweiten Jahrzehnt ihrer Herrschaft lassen sich regelrechte Schreibschübe rekonstruieren, indem sie in kurzer Zeit mehrere Dramen von ähnlicher Machart produzierte und die sich einen bestimmten Kontext von gesellschaftlichen Debatten, auch europaweit, nicht nur in Russland, politischen und militärischen Ereignissen zuordnen lassen. Etwa 30 ihrer Dramen wurden zu Lebzeiten gedruckt, zuerst in Einzelausgaben in Russland durchgehend anonym. In Berlin erschienen ihre Werke in deutscher Sprache bei dem Verleger der Aufklärung, wir sind im Zeitalter der Aufklärung, Friedrich Nicolai. Da ist auch in der Brüderstraße noch das Nikolaihaus in Berlin zu sehen. Für diesen Berliner Verleger, der auch selbst Romanautor war, Das Leben des Sebaldus Notanker ist sein bekanntester Roman und Reiseschriftsteller, er hat vor allen Dingen über katholische Gebiete beschrieben, als protestantischer Autor die Missstände in diesen süddeutschen vor allem Gebieten gegeißelt. Für diesen Berliner Verleger waren die literarischen Werke Katharinas in deutscher Übersetzung ihre Komödien, sie hat Märchen geschrieben und Geschichtsdarstellungen die wichtigste finanzielle Einnahmequelle. Das Gold floss aus Petersburg nach Berlin. Erst nach 1901 versuchte der liberale russische Literaturwissenschaftler Alexander Pypkin,
den Werken Katharinas nachzuspüren, er ging dazu in die Archive, das, was alles nicht gedruckt war, aufzufinden. Und bis 1908 erschienen 12 Bände einer Werkausgabe Katharinas, so etwa, wenn man die nebeneinander stehen hat. In Deutschland sind gar nicht so viele Exemplare auch dieser Ausgabe vorhanden, vom Beginn des 20. Jahrhunderts. Mit der Quellenlage, das werden Sie noch sehen, sieht es gar nicht gut aus, aber man kann auch bei Diderot mitunter sagen, dass wir auch nicht zu viele Exemplare haben. Der Umfang ihrer literarischen Produktion lässt sich schon deshalb nicht genau erfassen, weil mitunter nur Fragmente erhalten sind im Archiv oder manchmal nur die Überschriften bekannt sind, aber nicht das Werk selber. Das hat sie nicht ausführen können. Hinzu kommt, was rechnen wir eigentlich zur Literatur? Nun ist das hier nicht eine Veranstaltung von Literaturwissenschaftlern, ich bin erst recht kein Literaturwissenschaftler, aber man kann sich mal darüber Gedanken machen, dass im 18. Jahrhundert der Literaturbegriff anders beschaffen war als heute, breiter, und das ist eigentlich Wissenschaftsgeschichte. Das, was in einem Jahr an Literatur erschien, ist nicht unbedingt im heutigen Sinne Belletristik, erhebt keinen ästhetischen Anspruch, ist keine Äußerung von Individualität des Schriftstellers, ist nicht fiktiv, die Figuren müssen nicht erfunden sein. Das sind alles Kriterien, die die Literatur im ästhetischen Sinne zur Literatur im heutigen Sinne machen, also dieses Subjektivitätsprinzip auch, sondern Literatur ist im 18. Jahrhundert ein Überblick über das Schrifttum, gedruckte Schrifttum, die Bücher, die erschienen sind. Und in diesem breiteren Sinne im 18. Jahrhundert, da war, hat Katharina von dem Baron Friedrich Melchior Grimm, der schon mehrfach erwähnt wurde, und ab 1773 dessen Nachfolger Jacques-Henri Meister die Correspondance Literaire bekommen. Grimm ist übrigens aus Regensburg und Meister, sein Nachfolger, aus Bückeburg, also aus dem Hannoverschen, das ist jetzt Schaumburg-Lippe. Das sind Deutsche, die aber in Paris sich zu französischen Schriftstellern der Aufklärung entwickelt haben. Die Correspondance Literaire bietet also vom literarischen Zentrum aus in Paris einen Überblick über interessante Neuerscheinungen. Und zwar nicht nur der Belletristik, sondern auch wissenschaftlicher. Und die wurde handgeschrieben, verschickt an verschiedene Monarchen. Zeitweise erhielt sie Friedrich der Große, sein Bruder Prinz Heinrich, der in Rheinsberg das Schloss hatte, die Prinzessin von Saarbrücken, die große Landgräfin von Hessen-Darmstadt, die Herzogin von Sachsen-Gotha, also ein erlauchter Kreis, und es fällt auf, viele Damen beziehen die Correspondance Literaire, so auch Katharina. Das heißt, im Unterschied zu ihren literarisch unbegabten Ehemännern, im Falle des Darmstädters, der spielte mit Soldaten, waren die Frauen literarisch interessiert und verfolgten die Neuerscheinungen im Zentrum des europäischen Korrespondentennetzes in Paris. Im Nachhinein ist die Trennung von literarischen und Verwaltungstexten, Übersetzungen und Originalschriften, fiktiven und wissenschaftlich-analytischen Schriften aus der Feder der Kaiserin oft nur schwer möglich, beiseite gesprochen für einen Historiker vielleicht auch nicht nötig. Katharina schrieb umfangreiche Manifeste, Instruktionen, Gesetze, verfasste Polemiken, satirische Texte, diese Theaterstücke, Märchen für ihre Enkel, ihre Memoiren in 7 Fassungen von 1744 bis zu ihrem Tod, immer wieder neu die Memoiren verfasst und zahllose Briefe. Und dieser umfangreiche literarische Nachlass ist 2004 in einem Band annotierend beschrieben worden, bibliografisch erfasst. Annotation kurz dazu, das ist so 900 Seiten, ein Band, nur ihr literarischer Nachlass. Und die Erschließung ist am Anfang. Bei dieser Schreibhut kamen ihre Staatsgeschäfte und auch die jeweiligen Liebhaber nicht zu kurz. Ich bin schon auf einige eingegangen. Entgegen also anderslautenden Nachrichten, und Sie kennen Filme, hatten diese Liebhaber und Favoriten mit Ausnahme Potemkins keinen Einfluss auf ihre Innen- und Außenpolitik.
Es gibt eine Ausnahme auch der Teilnahme an ihrer literarischen Tätigkeit. Das ist Alexander Dmitriev Mamonow, der ihre in Russisch verfassten Dramen redigierte und für die Bühne aufbereitete. Sie schrieb Russisch und Französisch, wie sie es sprach, sehr selten Deutsch, als Prinzessin von Lanelsiers. Das Russisch ihrer Komödien ist die Originalsprache, die Texte wurden von deutschen Helfern erst ins Deutsche übersetzt und dann bei Nikolai gedruckt. Ihr Russisch war nie fehlerfrei, eine Mischung von kopflastischen, schwerfälligen, mitunter auch inkorrekten Konstruktionen und lebendiger Umgangssprache. Sie war offenbar begabt, das gesprochene Russisch schnell zu erfassen. Sprichwörter prägen ihren Stil. Vertrauenspersonen, Sekretäre, Freunde polierten den Stil, der gewandt und ausdrucksstark war. Man behauptete, sie habe ihre französisch-sprachischen Briefe an Voltaire von Sekretären verfassen lassen, aber das stimmt nicht. Die hat sie selber geschrieben. Und der französische Abbé de Maury, der in der Revolution 1790 sich Wortgefechte lieferte mit Mirabeau, also einiges von Stilverstand, schrieb, dass Katharina einen besseren französischen Schreibstil hätte als Voltaire selber. Natürlich ist ja auch etwas Galanterie im Spiel, das mag sicher sein, aber so ein Lob aus dem Munde eines Orators, der ein Geistlicher, der sich mit Mirabeau Gefechte lieferte, das mag zählen in diesem Zusammenhang. Dem ihr persönlich bekannten Preußenkönig Friedrich dem Großen gestand sie zu, im Unterschied zu ihm keine lyrischen Werke vorweisen zu können, und gegenüber Voltaire, Verse habe ich nie gemacht, nichtsdestoweniger bewundere ich die ihren, und gar zu gerne würde ich mit ihnen Voltaire Verse austauschen, man hat aber zu wenig Verstand, um gute Verse zu machen. Das ist jetzt diese Verkleinerung, ja, die macht sich klein gegenüber Voltaire. Sie war ebenso wenig eine Dichterin, wie sie musikalischen Geschmack oder ästhetische Urteile über bildende Kunst hätte fällen können. Friedrich, vielleicht noch zu ihm, verfasst ihn ja auch, jetzt haben wir wieder Diderot lehnt ihn scharf ab. Bei seiner Reise nach Russland und zurück will er nicht durch die Territorien des Preußenkönigs, er meidet sie mit Absicht. Hamburg hatte ich erwähnt, Duisburg, alles aber möglichst weit weg von Berlin und Potsdam. Friedrich, der Philosoph von Sanssouci, verfasste Gedichte, und im vorigen Jahr, Friedrich Jahr, wurde von Vanessa de Semerclan, wurden diese Gedichte herausgegeben. Vanessa de Semerclan ist aus Genf und kann als französische Muttersprachlerin einschätzen, diese Gedichte zeigen Gefühlstiefe und Gedankenschärfe, das ist echte Lyrik. Katharina, sowas konnte sie nicht. Sie behauptete von sich, ich bin von heiterem Gemüte. Und nach überwiegend übereinstimmendem Urteil ihrer Zeitgenossen galt sie als eine heitere, humorvolle, ausgeglichene, anteilnehmende, ja herzliche Frau mit gewinnenden Umgangsformen. Es gibt nur außergewöhnlich wenige Szenen, in denen sie sich außerhalb ihrer Gemächer unbeherrscht gezeigt hätte. Man lasse sich nicht von Historienfilmen verschiedener Art täuschen, und dieser heitere Sinn führte sie dazu, vor allem zur Autorin von Komödien zu werden. Woher rührt diese Grafomanie, diese Leidenschaft zum Schreiben? 15-jährig mit dem unreifen Prinzen Peter Karl Ulrich aus dem Hause Holstein-Gottorf verlobt, lebte die in Stettin als Tochter eines preußischen Generals, geborene Sophie Friederike Auguste von Anhalt-Zerbst, seit 1744 in Russland in der Nähe eines seelenlosen Hofes der Kaiserin Elisabeth, einer Tochter Peters des Großen, wo sie ihre Verstandeskräfte nicht anwenden konnte an diesem Hof. Und sie las viel. 18 Jahre lang hat sie sich vorbereitet auf ihre Herrschaftszeit, indem sie ununterbrochen las. Die Hochzeit war mit dem Übertritt der Prinzessin zum russisch-orthodoxen Glauben verbunden. Sie nannte sich fortan Jekaterina Alexejewna, daher die Katharina eigentlich Sophie, das kommt noch. Charakteristisch für ihre Entwicklung war ihr Kontakt mit verschiedenen Glaubensrichtungen. Da ist wieder ein Thema der Tagung berührt. Die Tochter eines evangelisch-lutherischen Generals verwickelte als achtjähriges Kind ihren pietistischen Religionslehrer
Friedrich Wagner in Diskussion, indem sie fragte, was vor der Erschaffung der Welt vorhanden gewesen wäre. Woher käme das Chaos? Hat ein vorgestellter Diss. Muss ja irgendwas gewesen sein. Ja. Sie empfand es als ungerecht, dass Titus, Marc Aurel und all die großen Männer des Altertums, die doch auch tugendhaft gewesen sein sollen, verdammt sein sollen in alle Ewigkeit, weil sie die göttliche Offenbarung des Christentums nicht gekannt hätten. Als Achtjährige diskutiert sie darüber mit ihrem Religionslehrer. Eine Konfession, jetzt kommt. Erzogen von der französisch reformierten Gouvernante Elisabeth Cartel, die sich für Racine, Corneille und Molière begeisterte, las die junge Sophie außerordentlich viel und schärfte ihr französisches Sprachempfinden an diesen Lehrmeistern. Zum Luthertum orthodoxer wie pietistischer Ausprägung und Calvinismus kam in ihrer Jugendzeit der Besuch der Siedlung der Herrnhuter Brüdergemeinde in Barbie. Das liegt in der Nähe von Dornburg an der Elbe und bei Zerbst, wo sie sich zeitweise in ihrer Jugendzeit aufhielt, südlich von Magdeburg. Als Kaiserin befolgte Katharina die Große die Rituale der russisch-orthodoxen Kirche und bemühte sich um die Gunst der Bischöfe, die ihr 1762 entscheidend zur Macht verholfen hatten. Wenn sie auch in ihrem Briefwechsel mit Voltaire über fanatische katholische Geistliche im benachbarten Polen spottet, zu dessen Teilung sie ja 1772, 1793 und 1795 im Bund mit Österreich und mit Preußen schritt, so nahm sie doch die Angehörigen des 1773 verbotenen Jesuitenordens in ihrem Reich auf. Ganz pragmatisch in West-Weißrussland und in Litauen sollten die Jesuiten die Schulen bestücken und dort nach ihrer Methode unterrichten. Sie hat also ihren Untertanen in diesen angeschlossenen Gebieten zugemutet, dass sie von Katholiken unterrichtet werden. Noch etwas zu Polen und Russland. 1612, 1812, 2012. 1612 war Moskau von Polen besetzt. Und da reichte das polnische Reich von der Ostsee bis zum Schwarzen Meer. Für Russen war dieser mächtige Nachbar, das polnisch-litauische Wahlkönigtum mit seinem Katholizismus, eine Macht, die stärker war als sie selber, weil die Polen Moskau, die alte Hauptstadt, besetzt hatten und dort nach ihrem Geschmack herrschten. 1812, in Napoleons Armee, die in Moskau einrückte, sind wieder polnische Einheiten, die mit dem Lied der Legionen auf den Lippen ihre Heimat als Staat wieder erstehen lassen wollten. Ein Trauma für die Russen, das geht bis heute, das Katyn brauche ich gar nicht zu sagen, und dann das abgeschossene Flugzeug, ja, mit den Kaczynski-Brüdern, das alles wirkt. Und bei Katharina, also einerseits die Abneigung gegenüber den katholischen Geistlichen, die hier Fanatiker sind, da ist es sich mit Voltaire einig, und andererseits pragmatischer Einsatz von Katholiken. Hinsichtlich der Religion, das geht noch weiter. Mit den Teilungen Polens kommen Juden in ihr Gebiet. Sie erhalten in begrenztem Umfang die Möglichkeit, Handel und Gewerbe zu treiben. In Polen war das nur beschränkt möglich. An der Wolga kommen Deutsche, etwa 30.000 an, auch Franzosen. Und in Diderots Kolonisationsprojekt ist ja auch vorgesehen, dass jetzt Franzosen angeworben werden für die fast menschenleeren südrussischen Gebiete. Die Gemeinschaften der russischen Altgläubigen werden unterstützt. Und wie schon erwähnte, in Kasan und auf der Krim, muslimische Geistliche sehr freundlich behandelt. Der Koran wird ihnen zur Verfügung gestellt durch russischen Druck. Also gegenüber allen damals im Russischen Reich vertretenen Konfessionen vertritt sie eine Toleranzpolitik. Und wenn wir den Toleranzbegriff nehmen, dann ist das Dulden, das muss ja nicht freundlich bedeuten, heute im Zeitalter ökumenischer Gespräche heißt das manchmal, dass die sich nur lieben müssen, das
ist nicht der Fall, aber sie werden lange geduldet und man nimmt auch die Abgaben von denen. Ihre eigene Religiosität ist schwer zu bestimmen. In ihrem Briefwechsel finden sich häufig Hinweise auf das Walten der Vorsehung. Also so eine persönliche Frömmigkeit ist sehr verbreitet, darunter Aufklärung. Aber damit kann sie auch den Korrespondenzpartnern entgegen, wie der Biederin Madame Bielke in Hamburg, von der wir überhaupt nichts wüssten, wenn wir nicht wüssten, dass sie mit Katharina einen Briefwechsel führte. Man wird nicht fehlgehen, glaubenstolerant und überwiegend von rational-pragmatischen Erwägungen ausgehend einzuschätzen. Katharina meinte später, dass sie nur eine unvollkommene Bildung erhalten habe. Der gelernte Fürst de Ligne rühmt später die Herrscherin mit den Worten: Die Kaiserin beschuldigte sich stets der Unwissenheit, nachdem ich ihr bewiesen hatte, dass sie Perikles, Lycurg, Solon, Montesquieu, Locke, die Lehren der großen Jahrhunderte auswendig beherrschte. In den 18 Jahren bis zur Thronbesteigung war sie allein und warf sich jetzt auf die Briefe der Madame Sévigné, das war ein Muster, wie Briefe zu verfassen sind, aus dem 17. Jahrhundert, die das Seelenleben und die Konversation einer geistvollen Dame aus dem Jahrhundert Ludwigs des 14. in den Salons Frankreichs deutlich werden ließen. Cäsar, Cicero, Plutarch, Tacitus. Das sind von Männern geschilderte Kämpfe, Intrigen im römischen Weltreich mit Cäsaren, die so verrückt waren wie ein eigener Mann. Katharina las Rabelais, Cervantes, Corneille, Gerbet, Montesquieu und eben Voltaire, dessen eleganten Stil sie vor allem bewunderte. Aus dieser Zeit stammt in 18 Jahren bis zum Staatsstreich ihr Zwang zum Schreiben. Da verfasste sie als 15-Jährige eine Skizze Porträt eines 15-jährigen Philosophen, männlichen Geschlechts eines Philosophen, nicht einer Philosophin, die gab es noch nicht zu der Zeit. Und diese Skizze ist leider nicht erhalten geblieben. Sie hat sie dem schwedischen Diplomaten Henning Adolf Friedrich von Güllenborg überreicht. Über die Lektüre ist einiges nachzulesen in unserer Monographie. Da will ich auf das Kapitel verweisen, die Aufklärung in Russland im 18. Jahrhundert, die ich vorhin gezeigt hatte. In der seit dem 14. Jahrhundert währenden Guerille des Femmes, dem Auseinandersetzung über den Stellenwert der Frau in der Literatur, verfocht sie das Konzept einer neuen Weiblichkeit. Sie fasst sich nicht mehr als Begleiterin ihres Mannes auf, den sie ja entmachtet hat, sondern als eigenständig entscheidende, gründlich belesene und aufgrund literarischer Vorbilder handelnde Staatslenkerin. Als gleichberechtigtes Mitglied der Europäischen Gemeinde der Aufklärer, der République des Lettres, der Philosophen, als Schirmherrin der Künste und Wissenschaften entsprechend der antiken Mythologie, als Minerva oder Astrea gepriesen, als Semiramis des Normans von Voltaire, wird Katharina in den Blickpunkt der Öffentlichkeit Europas gerückt. Ihre Memoiren, ich fasse das jetzt mal ein bisschen kürzer zusammen, will Sie da auch nicht zu sehr ermüden. 7 Fassungen in französischer Sprache. Und bis zur Veröffentlichung durch Alexander Herzen, den heute schon erwähnten Westler, 1859 im Exil in London, da wurden diese Memoiren das erste Mal veröffentlicht, blieben sie Staatsgeheimnis. Aber er kam an das Manuskript und konnte es veröffentlichen. Und das bedeutete, ihre Deutung des eigenen Staatsstreiches wich ab von der kleinen Katharina, das war die Freundin Diderots, Ekaterina Daschkova, Präsidentin zweier Akademien in Petersburg. Daschkova war entscheidend an dem Staatsstreich beteiligt, aber in einem anderen Sinne, als es Katharina lieb war, deswegen wurde sie in ehrenvolle Verbannung geschickt, mit ihrem Sohn nach Edinburgh, auch wo ihr Sohn erzogen wurde von Adam Smith und David Hume. Und jetzt wollte sie eine Gegendarstellung liefern, gegen Daschkova. Es hat sich doch in Wirklichkeit ganz anders zugetragen. Und da hat Diderot auch dazu beigetragen, dass sich ihre Version durchsetzte in den Salons von Paris. Ein weiteres Dokument, und das ist ganz gut, dazu bin ich heute Vormittag nicht mehr gekommen, der Nakaz, die Instruktion für eine gesetzgebende Versammlung. Das ist ein ganz umfangreiches literarisches Werk Katharinas, ein paar hundert Seiten, für die gesetzgebende Kommission, die in Moskau 1767 zusammentreten sollte. Da erschienen Vertreter
der Generalität des Militärs, der Adligen aus den Provinzen, der Bürokratie, der Akademie der Wissenschaften, der Geistlichkeit, der städtischen, des Handwerks und Gewerbetreibende, auch ländliche Schichten ausgeschlossen von dieser gesetzgebenden Versammlung waren die leibeigenen Bauern. Auch Angehörige verschiedener Völker in ihren Trachten trafen in Moskau ein und boten ein malerisches Bild Jakuten, Ewenken, Tungusen. Und für diese gesetzgebende Versammlung, die sollten das Grundgesetz des Russischen Reiches beschließen und entworfen hat sie es, indem sie aus Montesquieus Geistergesetze, das war die eine wichtigste Quelle, die hat sie voll ausgeschrieben. Das nächste waren von Bielefeld, einem deutschen Aufklärer, der in der Umgebung Friedrichs des Großen wirkte, die Institution Politik, also ein staatsrechtliches Werk, und von Cesare Beccaria, das kennen Sie vielleicht, 1764, über Verbrechen und Strafen. Mit diesem Werk sollte das Strafrecht humanisiert werden. Die Argumente gegen die Todesstrafe finden sich in diesem Werk Beccarias, das wurde auch eingearbeitet. Ein Sammelsurium von fremden Gedanken, aber es gibt auch eigene. Und einer der markantesten eigenen Gedanken Katharinas ist Punkt 6 dieser Instruktion: Russland ist eine europäische Macht. Das ist eine Feststellung, die gar nicht selbstverständlich war. Denn für die Zeitgenossen war Russland nicht ein Land des Ostens, sondern ein Land des Nordens. Russland wurde zusammen mit Polen als Nord der Norden Europas aufgefasst. Und etliche dachten, das ist Asien. Also Katharina stellt fest, Russland ist eine europäische Macht. Punkt 6 des Jakuntakas. Und Beobachtungen kritischer Art zu dieser Instruktion der gesetzgebenden Versammlung hat Diderot nach seiner Rückkehr in Den Haag aufgeschrieben. Die sind in Band 3 der politischen Schriften, jetzt nochmal von 1995, ediert worden. Und darin finden sich scharfe Kritiken der Leibeigenschaftsordnung in Russland und der Autokratie Katharinas, die sie dann zu lesen bekam, als die Materialien mit den Büchern Diderots in Petersburg einlangten. Ein Roman, Belisère von Jean-François Marmontel. Auf der Wolga-Reise 1767, wo sich prunkvolle Schiffe langsam Wolga abwärts bewegten, mit 2000 Mann an Bord, übersetzte sie mit 9 ihrer Kavaliere diesen Staatsroman. Belisar war Feldherr des byzantinischen Kaisers Justinian, von dem wir das Gesetz haben, das Gesetzbuch. Und das ist ein Staatsspiegel Marmontels. An der Sorbonne in Paris war Belisaire verboten worden. Aber in Russland wurde er gedruckt. 9 Kavaliere übersetzen das ins Russische und Katharina selbst behält sich das Kapitel 9 vor, ausgerechnet Kapitel 9, in dem die beste möglicher Staatsformen behandelt wird. Und die beste aller möglichen Staatsführung für ein großes Reich, sowie für das Konstantinische Reich und auch für das euroasiatische Russische Reich, ist eine aufgeklärte Monarchie. Dieses literarische Werk hat eine Funktion in russischer Übersetzung, in Frankreich verboten, und die Instruktion Katharinas, dieser wurde auch verboten in Frankreich, also von auf königliche Anweisung. Also eine regierende Herrscherin verfasst eine große Schrift und es wird in Frankreich verboten. Ins Deutsche übersetzt das August Ludwig Schlözer, der berühmte Göttinger Staatsrechtler. Jetzt kommen wir zu den Komödien. Ein erster Zyklus. 1772 erschienen gleichzeitig mehrere Komödien von Katharina, aber immer anonym. Man konnte ahnen, von wem die sind. Und der Erscheinungsort Jaroslawl ist fingiert. Das ist eine Stadt nordöstlich von Moskau an der Wolga gelegen, am Goldenen Ring, vielleicht war der eine oder andere schon dort. Ich bin auch gestern gefragt worden, wieso hat sie jetzt diesen fingierten Druckort angegeben und nicht Moskau oder Petersburg? Das lässt sich so erklären. Jaroslawl war ein Fürstentum und später wurden diese Fürstentümer vereinigt zum Russischen Reich.
Moskau ist das Zentrum des alten Adels, der Gutsbesitzer, ihre Ländereien erstrecken sich rund um Moskau und Petersburg ist eigentlich ein Fremdkörper. Entstanden sind diese Komödien in Petersburg und wurden auch in der Hermitage aufgeführt. Aber Jaroslawl und zu welcher Zeit? Das letzte Mal in Europa war eine Seuche, eine Pestepidemie, die 1770/71 an der Jahreswende noch einmal Moskau und Umgebung erfasste. 100.000 Menschen fielen vermutlich dieser Epidemie zum Opfer. Jetzt haben wir wieder auch zum Thema, die aufgebrachte Menge, geängstigte Menge erschlägt den Erzbischof von Moskau, am Rossi. Warum? Er hat gespürt, dass diese Ansammlungen von Menschen, die ein Heiligenbild küssen, die Ansteckungsgefahr erhöht und hat das untersagt. Und das Volk dachte, Volksreligiosität, dass hiermit der Zugang zu den wunderbringenden Ikonen versperrt ist. Und da haben sie rot gesehen. Und des Weiteren haben sie auch die deutschen Ärzte, die in Moskau tätig waren, verfolgt und zum Teil auch erschlagen, weil die Pest erst herbeigebracht haben natürlich. Ja. Man wusste ja nicht, wo kommt sie her, es waren natürlich die Deutschen. Also Xenophobie war bei geängstigten Menschen möglich. Und in dieser Situation, ihr Grigori Orlow marschiert mit Regimentern in Moskau ein, da wird man kurz auf einige Aufrührer geschossen mit Kanonen. Die Lage beruhigt sich sehr schnell und jetzt wird geordnet Quarantäne eingeführt, Soldaten aufgestellt. In der Situation werden jetzt Komödien verfasst und die Vorbilder dieser Komödien sind deutsche Familienstücke und da sind wir wieder bei Diderot. Ich weiß nicht, inwiefern das jetzt im Rahmen der Tagung auch eine Rolle spielt, seine Familienstücke. Das ist immer ein einfaches Schema. Ein Haushalt in einer Stadt, der patriarchalisch geführt wird, Familienoberhaupt, Hausfrau und dann Dienerschaft. Und da wächst eine junge, heiratsfähige Frau heran in diesem Haushalt, oft jetzt nicht direkt Kind dieser Eltern, sondern in dem Haushalt, die heißt Sophie, so wie Katharina selber. Und so erscheint sie in ihren Dramen in zweifacher Gestalt, sowohl als Autorin, die sich versteckt hinter dem Pseudonym, und als eine handelnde Dramenfigur. Des Weiteren gehören zu diesem Haushalt französische Dienstboten, das sind oft Lakaien gewesen, Kutscher, Wirtsleute, die sich als große Sprachkenner ausgeben, in Wirklichkeit den jungen Russen in den Häusern höchst zweifelhaftes Französisch beibringen, aber die werden dort geduldet und hofiert als große Erzieher, Gouverneure. Und die Deutschen im Haushalt, das sind Pedanten, ein bisschen einfältig, aber treu. Das ist das Personal der Komödien und das wechselt nur so. Ich will mich jeglicher Wert enthalten, Bewertungen enthalten, was den literarischen Wert betrifft. Das steht mir gar nicht zu, ich verstehe auch nichts davon. In der Literaturwissenschaft heißt es, also diese Komödien Katharinas, lassen wir mal also schweigen drüber, aber sie hatten eine Funktion, nämlich es tauchen Betrüger auf in diesen Haushalten. Jetzt kommt ihr rationales Herangehen zum Tragen. Diese Betrüger sind zum Beispiel Kalifalk Erston mit abenteuerlichen Namen ausgestattet, der will Gold machen. Da wird ein Kessel angefacht, alle möglichen Inkredenzien. Er behauptet, er würde 120 geheimen Orden angehören und hat gerade mit Alexander dem Großen gesprochen. Und die glauben das alle in dem Haushalt. Dann hat der es aber abgesehen, vor allen Dingen, um das Gold herzustellen, müssen noch Brillanten her. Jetzt schaffen die ihre Schmeide. Und der Betrüger steht im Bündnis mit der französischen Zofe, die krallen die Brillanten ein und hauen ab. Aber es erscheint, wie Deus Ex Machina, noch ein kaiserlicher Beauftragter und diese Betrüger werden entlarvt, bestraft und es kommt zu einer glücklichen Ehe.
Schließung in diesem Hause. So, so gingen viele dieser Komödien Katharinas ab. Und der Sinn ist hier, Erziehung, zur Erziehung beizutragen, die Sitten zu mildern, und glaubt nicht diesen Betrügern, sondern lasst euch von eurem natürlichen Verstand leiten. Das ist in diesen Komödien. So, ich überschlage. Freimaurer. Die Freimaurerei hat in Russland, vor allen Dingen in der Aristokratie, einen fruchtbaren Boden gefunden, und Katharina hat sich zunächst in den 70er Jahren über sie lustig gemacht und was die für geheime Versammlungen abhalten. Dann wurde es ernst. In dem Moment, wo die Rosenkreuzer vor allen Dingen einen Briefwechsel unterhalten mit dem Herzog Ferdinand von Braunschweig, Wolfenbüttel, und mit den Ministern am Hofe Friedrich Wilhelms II. Nach dem Tode Friedrichs des Großen, nämlich Wöllner, der dieses Religionsedikt 1788 erlassen hatte, das die Aufklärer in Preußen in Bedrängnis brachte, und der eher etwas unbedarfte, aber auch Johann Rudolf von Bischofswerther, der General. In dem Moment, wo also russische Freimaurer mit denen in Kontakt treten und Briefwechsel führen, ist Russland bedroht, denn von Norden droht der Theaterkönig Petersburg anzugreifen, und der steht im Bündnis mit England und mit Preußen. Und da greift Katharina energisch ein und setzt mehrere führende Freimaurer gefangen. Um den Freimaurern literarisch zu begegnen, wird ein Zyklus von drei Komödien eingeführt, und gleich Nikolai Druck, das natürlich gefundenes Fressen für die Aufklärer in Berlin, ja, gegen die, ihre Gegner, gegen Wöllner. Und der sibirische Schaman, da ist die Figur eines sibirischen Schamanen ja stellvertretend für religiöse Fanatiker und Wunderheiler. Diderot hat sich außerordentlich für Schamanen interessiert, da gibt es auch eine Studie darüber, wie das Vorbild des Schamans dann in seinem Schaffen verarbeitet worden ist. Auch wieder ein schlichtes Schema, ich erspare mir das jetzt in dem Haushalt und das Personal, was dort ist. Bei der Aufführung der Komödie Der Verblendete, das nur erschien, der gesamte Allerheiligste Synod, das kollektive Führungsorgan der russischen Kirche. Da wurde ja der Patriarch unter Peter I. erstmal abgeschafft. Nach der Revolution hatten wir wieder in Russland den Patriarchen. Jetzt sitzen die ganzen Bischöfe und Äbte und sehen sich eine Komödie von Katharina an, und an Grimm schreibt Katharina, die bärtischen Bischöfe und Äbte hätten wie die Verrückten gelacht und sich die Hände wund geklatscht. Ja. Weshalb, also das ging ziemlich grob auf der Bühne vor zu. Noch zwei Dramen, Geschichten, Historiendramen in Shakespeare'scher Manie. Shakespeare war in Deutschland im Sturm und Drang, Lenz, Klinger, Goethe in Mode. Seine formlosen, angeblich formlosen Dramen standen im Kontrast zur französischen klassizistischen Tragödie, und Katharina versuchte sich in Dramen zu den Anfängen der russischen Geschichte und setzte ihr Konzept der Geschichte um in Dramen. Und das beinhaltete vor allen Dingen zwei Momente. Unsere Geschichte ist sehr alt. Sie reicht zurück bis 862, als der legendäre varägische Herrscher Rürik berufen wurde, um uns zu beherrschen. Und da kommt die zweite Schlussfolgerung. Russland, dieses Riesenreich, muss von einer starken Hand regiert werden. Sobald Aristokraten die Herrschaft einschränken, ist das Wohl des Landes nicht gewährleistet. Ob das Rürik ist, ob jetzt Peter der Große oder Putin ist, da muss eine starke Hand im Zentrum sein. Dem haben diese Dramen zu dienen. Sprichwörterdramen. Das kann man als Spielerei werten. Ein Sprichwort wird erläutert, und ich bringe nur zwei oder drei, die kennen Sie alle. Diese Sprichwörter, der Unsinn ist zollfrei, ist vielleicht nicht so bekannt, oder ein anderes,
Es gibt kein Schlechtes, das nicht auch sein Gutes hat. Das ist nur eine Binsenwahrheit. Und zur Erläuterung dieser deutschen Sprichwörter, die auch ins Russische jetzt Eingang finden, wird ein ganzes Drama konzipiert. Katharina schrieb, es gibt ein deutsches Sprichwort, er hat die Glocke läuten hören, aber er weiß nicht, wo sie hängt. Wir kennen heute den ersten Teil dieses Sprichworts, er hat etwas läuten hören. Das zweite ist in Vergessenheit geraten, er weiß nicht, wo sie hängt, die Glocke. Oder vielleicht kennen Sie das. Gegenüber Chrapowitzki, das war ihr Privatsekretär, der diese Dramen durchsah, bekannte sie, die Komödien während ihrer Erholungsphasen zum Vergnügen verfasst zu haben. Offensichtlich wollte sie sich vom blutigen Ernst erholen durch Lachen, das düstere Bann. Und von Zarskoje Selo, heute Puschkin, 20 Kilometer südlich von Moskau gelegener Palast, wo auch das neue Bernsteinzimmer wieder zu sehen ist, hörte man die Kanonen der Schweden donnern. Also die schwedische Flotte belagerte Kronstadt und beschoss diese Festung. Und da klirrten die Scheiben im Palast von Zarskoje Selo und drinnen übten sie Komödien, Katharina und ihre Gefolge, um sich abzulenken und nach außen zu demonstrieren, dass die russische Führung das gelassen nimmt. Denn zu den Schauspielern und den Mitgliedern am Theater im Palast gehörten der Gesandte Frankreichs, der Sejur, und der Gesandte Österreichs, Frau Benzel. Und die konnten dann alle ihren Souveränen übermitteln, die Katharina lässt sich nicht einschüchtern durch die Schweden, die Wände wackeln, aber sie führt Komödien auf. Katharina, die Große als produktivste Autor, jetzt kommen die letzten Sätze. Es gab sicher auch andere Frauen, die literarisch in jener Zeit hervortraten. Die Fürstin Daschkova schrieb ebenfalls Dramen. Jelisaweta Schrajalskowa war die Gattin des Kurators der Moskauer Universität, die 1755 gegründet worden war. Sie übersetzte von dem Schweizer Dichter Salomon Gessner, dem Idyllendichter, Potop, die Sintflut. Also eine Frau, eine auf alttestamentarische Überlieferung beruhende Ode ins Russische. Aber das schaffen all diese dichtenden und schreibenden Frauen in Russland und wahrscheinlich auch in Europa insgesamt reicht nicht heran, annähernd vom Umfang her an das literarische Werk Katharinas. Und es darf hinzugefügt werden, dass es zu jener Zeit in Russland auch keinem Mann gelang, so viele tausend Seiten zu beschreiben, wie diese Frau, die 35 Jahre lang autokratisch das russische Reich regierte. Dankeschön. Nee. Also ich stehe noch zur Verfügung für weitere Fragen.